Nochmal. Ein hiesiger Hartz-IV-Empfänger, der bei uns wohnt, kann fürs Essen ausgeben 143 Euro. Und der hat hier mal wahrscheinlich lange Steuern bezahlt, der hat schon mal was geleistet für unser Land. Der hat da, sage ich mal, moralischen Recht drauf, dass wir ihn über Wasser halten, weil er sozial abgestürzt ist. Es ist für mich ein Gebot der Menschlichkeit, das zu tun. Und dann kommen Leute übers Mittelmeer, die haben noch nie etwas geleistet, sondern sie erwarten von uns, dass wir hier nach ihren nordafrikanisch-muslimischen Vorstellungen leben, also ein Kulturimperialismus ohnegleichen, den die mitbringen, haben zusätzlich noch nie was geleistet und die Kirchen und Caritas dieser Erde bekommen dann pro Monat zwischen 330 und 480 Euro, um diesen Leuten Essen zu finanzieren. Und weil ich dann wissen wollte, wie das funktioniert, bin ich selber in die Flüchtlingsheime gegangen. Und dann habe ich mir das angeschaut. Dann gibt man diesen armen Teufeln irgendwelche Spaghettis oder irgendwelche Billignahrungsmittel. Und ich möchte mal wissen, wie viel von diesen 330 bis 480 Euro, die sich diese Sozialindustrie einsteckt, aus unseren Steuergeldern, die werden reich dadurch. Auch an den Flüchtlingen wird gespart. Und auch diese Wahrheit müssen wir endlich mal nach außen tragen. So ein paar Zahlen noch und dann bin ich auch schon am Ende. Ein Migrant kostet uns pro Jahr 35.000 Euro. Wird auch wieder aufgebracht von uns hier im Saal, die wir noch blöd genug sind, arbeiten zu gehen. Und deswegen müssen wir, wenn wir überhaupt noch eine Zukunft haben wollen in diesem Lande, und das sage ich auch ganz bewusst noch mit der Kamera, das sage ich als jemand, der die meiste Zeit seines Lebens im Ausland gelebt habe. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens im Ausland gelebt. Ich habe eine ausländische Frau. Und alle meine ausländischen Freunde, alle, sind dieser Meinung, die ich hier vertrete. Und warum? Ganz einfach. Weil wenn man in ein anderes Land geht, dann hat man sich dem Gastland anzupassen. Nehmen wir mal an, wir könnten was beschließen hier. Nehmen wir nur mal an. Wir könnten den heute hier beschließen und würden den morgen gegenüber der Welt kommunizieren. Dann garantiere ich euch, kommt übermorgen kein einziger sogenannter Schutzsuchender mehr. Ist ganz einfach. Wir nehmen die Magnetwirkung der Sozialgesetze weg. Das heißt, Punkt 2, ich plädiere dafür, Sozialleistungen nur noch für Inhaber des deutschen Passes und für diejenigen Ausländer, die sich legal entweder als anerkannte Asylbewerber oder als arbeitende Menschen mit Aufenthaltstiteln legal in diesem Lande aufhalten. Und wenn wir das so machen und das so beschließen, kommt ab übermorgen keiner mehr, weil jeder weiß, gibt keine Kohle mehr. Danke.